Jo, da sind wir wieder in fremden Autos. Keiner weiß, wer ist. Keiner hat irgendwie Zahlen am Wagen. Das Thema hatten wir schon mal. Oh, starte ich in der Wand? Mein Wagen ist jetzt leichter Schaden. Okay. Super gespawnt. Gott. Den E46 hatte ich tatsächlich mal im Drift testen. Und den wollte ich eigentlich auch nehmen. Doch dann habe ich den Barracuda aufgebaut. Mir selbst, den Ast abgesägt, so ein bisschen. Also mit dem hier kann man richtig gut driften. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie gut der hier im Rennen ist. Oh. Aber er ist ja schon ein bisschen Most Wanted, ne? Der BMW, den man da hat und am Anfang dann verliert. Die ganze Zeit daran drum kämpft, dass man ihn wiederbekommt. Der BMW M3 GTR oder wie hieß der? Das ist gerade echt nicht. Peinlich. Auf jeden Fall E46. Macht sich aber ganz gut. Bin jetzt auf dem vierten Platz. Na, daran zeigt sich, dass ich wirklich nicht der beste Fahrer bin in diesem Spiel. Einfach dadurch, dass ich bei den Rennen, wo alle Autos gleich sind, nicht sofort auf dem ersten bin. Nicht wie mit dem Audi jetzt zum Beispiel. Und natürlich den fiesen Vorteil habe, dass der schon direkt hochgezüchtet ist. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, in der ersten Staffel habe ich schon mal erklärt, das geht nicht durch Cheats, dass ich sofort so viel Leistung habe. Ich mache sehr viele Rennen, die ich nicht aufnehme, um das Geld zusammenzubekommen, um euch die größtmöglichen Action bieten zu können hier. Nur das erspare ich euch, mir dabei zuzusehen, wie ich die ganze Zeit immer und immer wieder dasselbe Rennen fahre. Das ist ziemlich zeitintensiv, aber ich denke, es lohnt sich. Ich mache diese Videoserie auch nur einmal für dieses Spiel. Ich habe nicht vor, das 3- oder 4-mal durchzuzocken. Oh, dritter Platz. Na, Hauptsache Treppchen, ne? Oh Gott, die Strecke. Ja, daran erinnere ich mich noch. Da habe ich echt nicht die schönste Erinnerung dran. Mal gucken, ist ja mittlerweile einiges an Zeit vergangen wieder. Vielleicht ist mein Fahrstil ja etwas gereift. Oh, Konzentrationsstrecke hier. Nicht Hochgeschwindigkeit, das ist ein Zeitrennen, ne? Gut, ich muss sie nicht einholen. Wäre auch ein bisschen fies, wenn nacheinander startet, dass man die einholen müsste. Hat zweimal Nitro. Ja, da hinten kommt eine relativ gerade Strecke, da können wir uns dann kaputt fahren. Ah, was denn? Also ich finde, das ist ein grässliches Auspuffgeräusch, was hier rauskommt bei dem Ding. Achso, die relativ gerade Strecke ist, hat man tatsächlich schon einmal gefahren. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich hier Nitro geben sollte. Egal. Na, es geht. Es tut gar nichts. Den Wagen gar nicht so sehr nach vorne, wie ich jetzt erwartet hätte. Was in der letzten Runde auch nochmal. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was an Zeit. Oh Mann. Also auf dieser Strecke hätte ich jetzt gern meinen Corolla. Zum Driften ist die bestimmt geil. Wir haben auch zwei Drifts, glaube ich, in dieser Rennserie. Weiß gar nicht mit welchem Auto. Also in diesem Event meine ich. Wer weiß, vielleicht landen wir dann hier. Und dann bereue ich, was ich eben gesagt habe. Oh. Oh Gott. Vierten Platz. Es sind nur vier Autos im Rennen. Das wird hier echt nicht die beste Leistung, also. Aber es gibt ein paar Speed Challenges. Das wird wieder spannend. Und ich habe davon sogar noch ein paar alte Outtakes. Die haue ich euch einfach mit rein. Die habe ich tatsächlich wieder gefunden. Von dem einen hatte ich es ja auch gehofft, dass ich sie noch habe, von dem Skyline. Aber irgendwie waren das doch nicht die, ich dachte, dass sie wären. Oh Gott. Ich versuche noch was rauszureißen, aber ich glaube, der Zug ist definitiv abgefahren. Was war das? Na, vierter Platz.
wird interessant. Ich hätte nicht den Supra zum Driften erwartet. Echt mal gespannt, wie der sich dabei anstellt. Fehlt mir ein Stück schneller. Ja, dann wird noch viel mehr fehlen, glaube ich, wenn ich damit fertig bin. Oh ja, es ist die Strecke. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie gut die wirklich für Drift ist. Der Supra stellt sich schon mal ganz gut an. Wir müssen ja auch ein bisschen was reinholen, was wir eben mit dem BMW versemmelt haben. Ah, diese Kanten, diese Dreiecke, die man da gesehen hat. Die sind heimtückisch. Da kann man richtig Probleme mitkriegen. Oh, die Kurve wird enger, das ist ja fies. Aber ja, insgesamt eine richtig schöne Kurve, finde ich. Ja, eigentlich hätte das nicht doch schon früher zünden sollen, egal. Sollte gereicht haben. Ja, wunderbar. Haben noch zwei Runden, also ich habe das Gefühl, das ist der angenehmste Teil dieses Events. Mit dem Super zu driften geht echt viel besser, als ich erwartet habe. Da habe ich zu spät eingelenkt. Obwohl, mehr Punkte als beim letzten Versuch. Das ist immer so, ich glaube, das erste Mal ist entweder, wenn man da die beste Punktzahl macht, dann ist das eine Glückssache. Das heißt, man kennt die Strecke den Wagen schon, aber ansonsten ist die erste Runde doch eigentlich nur zu gucken, wie man wo etwa fahren kann. Beim zweiten Mal reift das noch ein bisschen mehr aus. Beim dritten Mal legt man dann das Richtige hin. Richtige Leistung. Das sind ja schon Barracuda-Werte, die ich hier gerade fahre. Dieser Grünstreifen, ne? Der liegt ja auch super. Ne, für Nitro habe ich ja keine Zeit zwischendurch. So, ein letztes Mal. Mal gespannt. Es gibt ja noch ein Driftrennen bei diesem Event, das dann auch mit dem Supra ist. Ich glaube, in dem Event fährt man den halt M3 E46. Und den Supra. Ja, lustig, wenn wir jetzt gleich bei dem nächsten Drift dann den BMW bekämen. Also die Kurve haben wir beim ersten Versuch am schönsten gekriegt, fand ich. Wow. Hochgeschwindigkeitsdrift macht schon ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Gibt sogar extra Punkte. Ja, zu guter Letzt. Fahren wir nochmal wie ein 16-Jähriger. Von der Vernunft her. Naja, auf jeden Fall haben wir es gewonnen. Es gibt leider nicht den BMW, aber halb so schön. Der Super hat sich auch ganz gut bewährt dabei. Fahren die eigentlich einfach geradeaus weg? Das sieht immer so aus, als würden sie dann gleich einfach die Wand hochfahren und dann liegen bleiben. Er ist ja auch nicht mehr da. Die müssen dann geradeaus genau in diese Säule fahren. Egal. Das war damals, als Underground 2 rauskam und ich das neu hatte, da konnte ich die Grafik nur so einstellen, dass... Oh, dass zum Beispiel die Leute, die Dame, die vorne angibt, wann das Rennen losgeht, überhaupt nicht zu sehen war. Ah, das war's schon? So, kurzer Lauf. Das ist schön daran, wenn ich jetzt ältere Spiele spiele. Es ist ja so, dass ich auch nicht den Anspruch habe, hier professionelle Let's Plays zu machen. Im Prinzip mache ich die Aufnahmen nur aus Spaß. Wenn es mir Spaß macht, das aufzunehmen und zu verarbeiten. Wenn es jemand anderem dann noch gefällt, dann ist das ja noch ein Bonus. Und ich habe jetzt auch nicht das teuerste PC-Set. Aber einiges geht damit schon. Bin auch froh, dass Arma 3 geht. Aber diese alten Spiele kann man natürlich dann richtig hochschrauben von der Grafik her, das ist schon mal richtig schön. So, ein letztes Mal Drift mit dem Supra. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, die Speed Challenges. Ich glaube, es gibt 7 Rennen in diesem Event. Das ist relativ lang.
Diese Ecke ist so fies. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, diese Ecke ist so fies. So ein Wunder, dass ich da noch nicht gegengefahren bin. Hat eher erwartet, dass ich seitwärts draufrutsche. Egal. Hauptsache gewonnen. Die laden mich nie wieder ein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier kommt man tatsächlich auswählen, ob ich den BMW nehme oder den Supra. Ich starte jetzt erstmal mit dem BMW. Ich habe noch zwei weitere Top-Speed, Speed-Challenges in diesem Event. Huch, ist ja was gehüpft. Dann nehme ich dann danach beim nächsten Mal einfach den Supra. Oh Gott. Maskenkuscheln hier. Mal versuchen, dass wir direkt am Anfang nach vorne kommen. Habe ja gelernt mit dem Escort. Besonnen, aber schnell fahren. Das ist die Lösung. Keine Angst vor der Bremse. Steht der die ganze Zeit auf der Bremse? Ist trotzdem so schnell wie ich? Das ist ja gemein. Ja, die Ecke kenne ich noch. Hier hinter gibt es ein fieses Geschlängel. Oh Mist, da wäre ich gerne vorbeigezogen. Ich will keine hektischen Lenkmanöver riskieren. Ah ja, genau. Ihr kloppt euch da und ich ziehe hier vorbei. Das ist gut. Also interessant, beim Drift ist der Wagen verspoilert wie irre und bei der Speed Challenge gar nicht. Komplett Standard. Ist es Zugeständnis, dass BMW sich schon bei dem originalen Spoiler was gedacht hat? Oder ist das so, wir geben dem Raptor die Karre dann? Lohnt sich das nicht? Der zerlegt die eh gleich wieder. Keine Ahnung. Oh, der liegt aber echt gut auf der Straße, wenn das immer so ist. Oder liegt das einfach an dieser Strecke? Ist diese Strecke einfach ein bisschen einfacher zu fahren? Aber wenn das immer so ist, dann könnte ich mir den vorstellen als, ja, als Speed-Auto für meinen Fuhrpark. Das war ja so klar. Nicht zu Dummheiten hinreißen lassen. Die soll er mal schön machen. Bisschen Windschatten und dann vorbei. Na komm, na komm, na komm. Jawohl, es klappt doch. Ein bisschen Boden gekratzt, aber nicht abgehoben. Gefällt mir. Trotzdem trete ich jetzt mal mit dem Supra an. Oh nein, Tokio. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Escort-Tokio-Sache. Leute, wir fahren nacheinander los. Schont eure Reifen. Mann. Ja, viele Überschläge schon. Verschiedenen Autos. Das ist Top-Speed-Lauf und ich habe nur ein Nitro. Ich glaube, ich gucke erstmal, wie es anfangs so läuft. Ich muss sowieso abbremsen wegen der Baustellen. Und bei dem letzten Checkpoint haue ich dann das Nitro raus. Der Supra hat auch die Pommes-Stick hinten drauf gekriegt. Achten Platz. Oh Gott. Also, wie ich die Strecke kenne, kann ich nicht froh sein, wenn ich der Einzige bin, der sich nicht überschlägt. Dann hatten wir schon den ersten Abheber. Man darf auf keinen Fall, während der Wagen fliegt, lenken. Das ist der Fehler, den ich immer wieder gemacht habe. Offenbar auch einer der größten Fehler. Ah. Sag mal, wer macht denn da sowas hin, wenn hier so ein Rennen stattfindet? Haben wir denn 80, hängen wir hinterher. Was bringt das Nitro in dem Wagen hier? Ich hoffe genug, um das gleich wieder rauszuholen. Ich setze einfach alles auf eine Karte, alles auf den letzten Checkpoint. Oh, der schaltet aber auch so gemütlich, der Wagen. Ich meine, der hat 400 PS und 249 fährt er jetzt. Oh. Hätte ich mehr erwartet.
So, jetzt. Was der. Macht der bei 250 dicht? Wie soll ich denn dann überhaupt gewinnen? Guck mal, der wird langsamer. Weil ich Vollgas durchtrete. Also zum guten zum Abschluss gleich werde ich wieder den BMW rausholen. Der wird einfach langsamer, der Wagen hier, als ob ich das Gas loslasse. Dass ich einen Wagen mit 400 PS in der 52 Sachen vom Berg beeindrucken lässt, finde ich auch ein bisschen seltsam. Also für einen Supra, da vom Supra hätte ich mehr erwartet. So, zum Abschluss, wie gesagt, jetzt noch einmal den BMW. Der Supra mich doch eben sehr enttäuscht hat. Fand ich schade. Ist einfach, wenn man Vollgas gibt, man langsamer wird. So, ich muss einfach nur nach vorne und vorne bleiben. Macht's gut, ihr Trottel. Hey, fährt ihm einfach hinten rein, ich glaub's ja nicht. Und der ist jetzt schon schneller als der Supra mit Nitro war. Ich meine, klar, der hat jetzt auch 70 PS mehr hier. Aber der hält die Geschwindigkeit wenigstens. Und wird nicht langsamer. Und der liegt so gut einfach in der Spur, selbst bei 260 Sachen. Und über 230 eben dadurch diese Schikane dadurch. Ohne Schlingern, kein Problem. Es kann gut sein, dass man hier wieder ein Auto gewinnen kann. Wenn ja, dann nehme ich den BMW mit nach Hause und ihr werdet ihn wahrscheinlich bei Speed Challenges wiedersehen. Wow, ho, ho, ho. Das wäre aber beinahe richtig böse ausgegangen. Ah, jetzt wollte ich schön rechts vorbeiziehen, mich auf den Grünstreifen gelandet. Das hat mich echt ganz schön ausgebremst. Ey, der bremst gerade wieder bei schneller. Ah. Oh. Ja, es ist ein hartes Spiel. Keiner darf erwarten, dass er mit dem Auto im perfekten Zustand wieder nach Hause kommt. Und Boden. Wahrscheinlich Funken unter dem Wagen da manchmal, wenn er aufsetzt. Ah, der hebt auch kaum ab, der Wagen. Das ist ein Traum. Damit war es dann jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt ruhig was in die Kommentare. Abonniert, liked und so. Und übermorgen geht's dann weiter. Bis dahin. Tschüss.